Ja, hallo liebe Freunde. Ihr wisst ja, bei uns gibt es immer Highlights bei Cargold. Wir haben Autos, die sonst keiner hat. Und das können wir hier bei dem Auto wirklich sagen. Also es ist nicht nur ein sehr, sehr seltener Porsche Speedster von 1989, sondern das hier ist belegbar das Auto von Walter Röhrl, dem Porsche-Spezialisten, dem Porsche-Rennfahrer überhaupt. Da könnt ihr heute auch auf YouTube von ihm selber jede Menge Filme sehen. Und den werden wir jetzt gleich mal fahren für euch. Er hat ihn 2009 gekauft in Nevada in den USA. Der kommt hier aus einem ganz, ganz trockenen Bundesstaat und hat den Wagen dann wieder fahrtechnisch für sich per Rechnung konfigurieren lassen. Also ist echt toll, auf sein Körpergewicht anpassen lassen. Ihr wisst ja vielleicht, dass amerikanische Autos ein bisschen weniger PS haben. Das hat er wieder alles machen lassen. Er hat hinten auch einen anderen Auspuff. Paul zeigt das gleich. Und der Pflegezustand von dem Auto ist absolut sensationell. Also er hat fast komplett 95% Erstlack, ist in einem neuwertigen Zustand, hat original 24.000 Meilen gelaufen. Checkheft ist lückenlos, man kann das alles nachvollziehen. Ja, und wie sich ein echtes Röhrl-Auto fährt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Da bin ich echt selber gespannt. Okay, also auf geht's. Also der Pflegezustand, der Röhrl ist ja dafür bekannt, dass er nicht nur toll fahren kann, sondern dass er auch immer die besten Porsche selber gehabt hat. Und wenn ich mir den Pflegezustand von dem Auto angucke und denke, dass der Wagen mittlerweile 35 Jahre alt ist, der ist wirklich wie neu. Schaut euch das mal an hier vorne. Hier könnt ihr das sehen, der hat noch den Original Meilentacho. Der geht bis 270 Kilometer bzw. 160 Meilen. Hat also original jetzt 24.297 Meilen gelaufen. Das sind ca. 38.000 Kilometer. Und der Pflegezustand von dem Auto ist wirklich wie ein Jahreswagen. Das seht ihr am Lenkrad hier vorne. Also der Wagen ist toll. Was mir persönlich gefällt, ist diese Farbkonfiguration. Schwarzlederrot, das steht dem Auto wie, das ist die beste Farbe für einen Speedster. Sieht absolut klasse aus. Hat ja von den Speedster früher schon sehr viele in Rot gegeben. Die Autos sind ja seit 1954 gebaut worden im Porsche 356. Die haben damals noch 60 PS gehabt. Der US-Speedster dann praktisch in dieser Version hatte 211 PS. Und das hat Röhrl wieder zurückbauen lassen auf 235 PS ungefähr mit großer, langer Rechnung. Wir haben so eine Akte dazu, wo überall Rechnung Walter Röhrl steht. Man merkt, Röhrl hat sein Auto gelebt. Also ich muss das einfach so sagen. Und man sieht das hier auch im Zustand von dem Wagen. Das Schöne bei so einem Speedster ist, dass der relativ sparsam ist. Also der hat eine 3,2 Liter Maschine, läuft 260 Sachen, wenn man das will, dann verbraucht er natürlich ein bisschen mehr. Aber wenn man den normal bewegt mit seiner Fünfgangschaltung, könnte er mit 9,8 Liter fahren. Ich habe das vorhin mal gelesen, da war ich überrascht drüber. Also ich denke mal, im Schnitt wird er verbrauchen, je nach Fahrweise, zwischen 8 und 12 Liter. Und das ist für einen Porsche wirklich nicht viel. Das hat auch damit zu tun, dass der Wagen sehr wenig wiegt. Der wiegt 1160 Kilo. Das ist ganz lustig. Der hat hier eigentlich eine Klimaanlage. Das könnt ihr hier vorne sehen. Der war ja in den USA. In Nevada ist natürlich ein bisschen wärmer. Da wird es auch gerne mal 50 Grad warm. Da braucht man so eine Klimaanlage. Und weil so ein Klimakompressor sehr viel wiegt, hat Röhrl sich den kurzerhand ausbauen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der noch dabei ist. Also auf jeden Fall war das mal einer mit Klima. Ist aber jetzt nicht mehr. Und dadurch wiegt der Wagen so wenig. Also es ist ein luftgekühlter Boxer. Ich glaube, ihr hört das da halt mit 3,2 Litern. Und mittlerweile wieder knapp 240 PS. Also das ist hier so der richtige klassische Porsche, wie ich ihn auch kenne aus den 80er Jahren. Mit einer schönen Schaltung. Die ist hart, aber man kann das gut fahren. Heute haben wir natürlich Glück, die Sonne ist plötzlich rausgekommen. Es ist schönstes Frühlingswetter. Wir haben erst Anfang März. Und dann noch im Röhrl Speedster, also das ist mal ein Highlight. Also man spürt schon, wie der sich schaltet, wie man sitzt. Die Sitze sind neuwertig, nicht durchgesessen, überhaupt gar nichts. Guck mal hier, super gepflegt alles. Hat das Blaupunktradio aus der Zeit da vorne drin. Hier vorne noch die alten Regler von der Heizung, vom Porsche. Hat man hier auch in der Mitte, gab es beim Käfer früher noch, der hat das noch schon mal hier. Wenn man das warm machen wollte, ist hier in der Mitte zwischen den Sitzen wie bei VW. Ja, da vorne Klimaanlage, heizbare Heckscheibe, Warnanlage hier vorne links, wenn man da drauf drückt. Na, geht die? Ja, die geht. Funktioniert alles an dem Auto. 12:45 und sogar die Uhr funktioniert. Das habe ich ja gesehen, fällt euch immer wieder auf. Es gibt ja viele Jungs, die unsere Filme gucken, die achten sofort, ob die Uhr geht. Die geht jetzt in dem Fall.
So, jetzt wollen wir noch mal gucken hier. Ölpress ist da, das heißt, hier muss man schalten, nächster Gang. Ja. Ah, schöner Sound. Luftgekühlter Boxer, 6 Zylinder. Der liegt ganz toll auf der Straße. Also fahren macht richtig Laune mit dem Auto. Ist übrigens interessant, weil er hinten diesen Buckel hat. Das zieht hier kaum. Normalerweise ist das ja beim Cabrio so, wenn man da hinten keinen Windschott hat, dann zieht das von hinten. Aber guck mal, der hat hinten diesen Buckel, diesen Double Bubble. Das ist ja praktisch der Verdeckdeckel, wo es verdeckt drunter ist. Zieht überhaupt nicht hier vorne. Man kann hier sogar offen fahren mit dem Fenster. Also ist noch ein bisschen frisch. Wir haben so 10, 11 Grad, aber das geht wunderbar. Ich habe mir heute mal sicherheitshalber meine Kappe aufgesetzt und habe gerade gesehen, das ist irrtümlicherweise die Ferrari-Kappe. Normalerweise müsste ich meine Porsche-Kappe aufhaben, aber habe ich mich vergriffen eben gerade. Aber fährt sich toll. Also das ist so richtig Porsche-Fahren. Guck mal wieder hier. Ah, wieder liegt was. Klebt auf der Straße. Also das ist richtig Freude am Fahren, Freude am Auto. Ah, hier, das war so ein neuer. Ja, läuft toll. Also er läuft ja wirklich traumhaft, der Wagen. Ja, man merkt es im Auto an, wenn er wenig gelaufen hat, dann spürt man das sofort beim Fahren. Mal gucken, kommen wir dem noch vorbei hier, ja. Ne? Also das ist ein richtig schönes Auto. Ich meine, klar, so einen Wagen, den gibt es nicht für 200.000. Kostet zwar unter 300, aber dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Aber es gibt von dem Auto nur 2.000 Stück. Mehr sind gar nicht gebaut worden. Das ist ein sehr, sehr seltener Wagen. Da guck mal. Also da kommt auch richtig was. Das geht richtig nach vorne. Also das ist richtig für unsere Straßen, die so schön rumgehen. Der macht ja einen riesen Spaß zu fahren, der Wagen. Der klebt auf der Straße, die Leistung reicht vollkommen. Das sind knapp 240 PS, ist völlig ausreichend. Und ist ja auch klar, der wiegt nur 1100 Kilo, das ist überhaupt nichts. Er macht ja richtig Spaß, Paul, was? Also der ist ja richtig klasse zu fahren. Wir haben ja mittlerweile bald 500 Filme gemacht. Ich glaube, ihr kennt das, kann man ja sehen, steht immer da drauf. Aber wie der läuft hier, das macht ja eine richtige Laune. Also der macht mir richtig Spaß zu fahren. Leistung ist voll ausreichend, voll ausreichend. Und man kann ihn ganz fahraktiv fahren. Ein richtiges Spaßauto. Ja, schönstes Wetter. Schaut mal hier in die bayerische Landschaft. Ist natürlich wunderbar und genau dafür ist so ein Porsche gemacht worden. Also macht richtig Laune, den zu fahren. Vor allem ehrt mich das natürlich. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal ein echtes Royal-Auto bekomme, was ihm gehört hat. Derjenige, der uns das Auto jetzt gegeben hat, der ist befreundet mit Walter Röhrl und der hat ihm das Auto auch 2020 abgekauft. Das heißt, der hat das Auto ungefähr 12 Jahre besessen. Hat ihn in diesem wirklich wunderschönen Zustand nicht nur belassen, sondern modifiziert, dass es auch so vom Fahren ein Rollauto ist. Und das merken wir auch. Ja, hier Handbremse, wie früher noch bei den alten Porsche üblich war. Dann dieses tolle, schöne, feste, rote Leder. Schaut mal hier, da ist wirklich nichts kaputt. Auch hier ist der Schaltknüppel, 5-Gang. Gab es nur bei 89. Und hier auch in rotem Leder und wunderbar gepflegt. Auch die Mittelkonsole, ne? Das ist alles neuwertig. Rotes Leder, roter Teppichboden, Zustand absolut top. So, jetzt gehen wir mal raus. Zweifacher Rallye-Weltmeister, deutscher zweifacher Rallye-Weltmeister. Also das ist ja wirklich was Besonderes. Und ich finde das eine totale Ehre, dass wir hier heute seinen Wagen präsentieren können. Und er wusste natürlich, was gut ist. Das ist ja wohl klar. Und er hat sich natürlich auch nur das gekauft und gefahren, was auch wirklich exzellent war. So, und das ist das Auto hier. Zustand, also... Ach, klasse. Schaut mal hier innen rein. Dieses tolle rote Leder in einer Qualität. Also hier, das ist doch einmalig. Wo gibt es denn so einen gepflegten Wagen? Dann noch mit dem Vorbesitzer. Und das ist alles dokumentiert anhand von Rechnungen, die wir haben. Er hat ja viel machen lassen an dem Wagen, damit er wieder die deutsche Version hat.
Er hat ein bisschen besseren Sound und er dampft halt eben auch anders los. Er hat ein bisschen mehr Kraft. Jetzt mache ich mal euch ganz kurz hinten auf. Das ist ja bei Porsche hier immer drin. War einfach der sagenumwobenste Porsche, der gebaut wurde. Erst als 356 ab 1954 und dann später hat man das wieder aufgelegt hier. Und das ist die 3.2 Maschine. Also Zustand top. Alles Scheckheft gepflegt, man kann die Kilometer genau nachvollziehen. Und ich sage mal 24.000 Meilen bzw. 38.000 Kilometer, das ist ja nichts für so einen Wagen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn er immer in spitzen Händen war, super gepflegt, weil er hat jetzt in der Sammlung gestanden. Derjenige ist auch nur relativ wenig gefahren, wie gesagt, die beiden sind befreundet. Dann haben wir hier, ging das dann damals los mit dem umlaufenden Lichtband, was ja bis heute noch genommen wird, hat er hier auch schon. Also das Auto hört übrigens auf die Bezeichnung G-Modell. Gibt ja auch bei Mercedes dieses G-Modell, aber bei Porsche ist dieser hier gemeint aus den 80er Jahren. Da war 1989 dann Ende und dann kam ab 1990 dann das der 964. Den kennt ihr ja auch, der Nachfolger. Ich persönlich fand den nicht mehr ganz so schön. Ich bin damit groß geworden. Das gab es ja auch als Cabriolet und als Turbo, als 3.3 Turbo. Und das war für mich immer so der klassische Porsche, weil diese Form, das G-Modell, haben sie ja gehabt ab 1975 oder wann schon, sehr, sehr lange. Und haben dann praktisch die Maschinen immer stärker gemacht. Naja, und dann hat man irgendwann gesagt, der Speedster war so legendär, die sind ja heute auch sehr, sehr teuer. Also die kosten 400.000, 500.000 Euro, ein Speedster aus 356 aus den 50er Jahren. Und da hat man sich dann dazu entschlossen, in der Zeit, 88, 89, den Speedster als G-Modell auch zu bauen. Wie gesagt, gibt nur 2.000 Stück, ist sehr selten. Viele in Rot, aber ich finde in der Farbe, wie er hier steht, Rot in Leder, außen schwarz und dann auch der Röhrwagen, mehr geht nicht. Ja, und da bin ich auch stolz drauf. Das muss ich euch wirklich mal sagen. Wir haben letzten Endes solche Verbindungen bekommen über unsere YouTube-Filme. Die haben wir früher in dieser Dimension gar nicht gehabt. Nur es gibt mittlerweile so viele Kunden, die sehen unsere Filme. Das macht denen auch Spaß, was mir ja auch Spaß macht. Und dadurch haben wir solche Autos. Also wenn ihr wirklich besondere Autos habt, die keiner hat, da sind wir die richtige Adresse dafür. Ja, wie gesagt, also was uns eben beiden aufgefallen ist beim Fahren, Walter Röhrl hat das ja vorne 15%, hinten 20% absenken lassen, damit er genau perfekt auf der Straße liegt. Der fährt sich wirklich besser als andere G-Modelle. Auch wir haben ja noch einen weißen Speedster, der ganz original ist, der auch top ist. Aber man merkt, dass dieser hier einfach besser fährt. Man merkt, das Auto ist am Ende von einem Weltmeister eingestellt worden. Das merkt man einfach. Also wirklich ein tolles Teil. Und er wird schon gewusst worden haben, warum er sich genau so einen Wagen so macht und so aussucht. Also unsere absolut heiße Empfehlung, Gott, ich rede wieder einen Käse heute, das ist ja fürchterlich. Entschuldigung. So, also unsere heiße Empfehlung, Porsche Speedster von Walter Röhrl in diesem Top-Zustand. Der hat auch vorne nicht einen einzigen Steinschlag. Also ich habe keinen gefunden und hat einen ersten Lack. Ich meine, Nevada kann man eh nicht so schnell fahren. Ja, doch, da ist mal einer getupft worden, das war es aber auch, ne? Ansonsten alles original. Also Auto kann man sagen, Jahreswagenzustand. Hier auch übrigens sehr edel gemacht. Schaut mal hier, man sieht, dass er aus einer Sammlung kommt. Rot natürlich auch, rotes Leder, Porsche-Logo, Schlüssel und hinten steht Speedster drauf. Also ich sag mal, das Auto ist sehr exklusiv, sehr gut gepflegt, ja, und exzellent. Das ist so ein Wagen, der könnte mir selber noch mal Spaß machen hier. Der hat diesen ganzen elektrischen Firlefanz nicht. Das ist alles hier, keine Servolenkung. Bremse musste voll reintreten. Er hat natürlich auch vier Scheibenbremsen, hat aber auch noch kein Airbag. Also diese ganzen Helfer, das ist noch Autofahren pur. Und da ist man gefordert. Also man ist als Mensch ganz anders integriert ins Auto, als wenn ich heute so ein neues Auto fahre. Das ist irgendwie eine ganz andere Geschichte. Hier merkt man noch den Einfluss auf den Wagen. Das ist richtig Autofahren live. Das hat man normalerweise ja heute nicht mehr. Also da hat sich wirklich erheblich was geändert. Da. Ah, der zieht ab, du. Der fährt richtig klasse. Das ist für mich ein richtiges Auto hier. Also genau der Wagen. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Weil ich dachte, er hat vielleicht ein bisschen wenig Leistung, was hat er nicht. Man merkt, dass das Auto sich ein Weltmeister konfiguriert hat. Das spürt man einfach. Das spürst du am Fahren. Guck mal, wie schön übrigens. Wir sind jetzt mal über die Ratziger Höhe rübergefahren. Da vorne ist der Chiemsee. Also für die, die es interessiert, wir sind ja mit Beuerberg nur 6 Kilometer vom Chiemsee weg. Da vorne ist er. Wunderschönes Wetter heute. Und ich sag mal, da macht es natürlich Spaß, mit so einem Speedster unterwegs zu sein. Es macht eine riesige Laune. Und den kann man super fahren. Der schaltet sich direkt. Das hast du direkt hier in der Hand. Das ist so richtig ein Sportwagen hier. So muss so ein Sportwagen sein. Da hat er diese tolle Straßenlage hier. Ist für diese Straßen hier wirklich wie gemacht. Muss ich natürlich trotzdem meine Geschwindigkeitsbegrenzung halten, ist ja klar. Das ist übrigens hier auch unsere Gegend, die ist wirklich schön für solche Fahrten. Man liest das ja auch in unseren Kommentaren immer wieder, was euch das einen Spaß macht, hier durchzufahren. Aber wir kennen hier die ganzen schönen Straßen und Ecken und die Strecke zwischen dem Chiemsee und Rosenheim ist einer der schönsten am Alpenrand überhaupt. Weil es einfach toll zu fahren ist, hat diese weiche, geschwungene Landschaft hier. Und damit zum richtigen Auto, so vor 30, 40 Jahren, wo Autofahren noch richtig Autofahren bedeutet hat, ist das hier genau der richtige Wagen. Genau das richtige Auto. Das sind die Straßen, die so richtig Spaß machen mit dem 911er. Voll der Hammer. Also fährt sich toll, fährt sich absolut klasse, der Wagen. Also hat der Walter Röhrl wirklich was richtig gemacht. Boah, wie schön das hier ist, herrlich, was? Traumhafte Strecke. Das ist Freude am Auto, Jungs und Mädels natürlich, Mädels und Jungs. Das macht auch Damen Spaß, da bin ich absolut fest von überzeugt. Also vom Fahren, mehr Auto braucht man nicht als der Wagen hier. Was die in den 80er Jahren gebaut hat, das war was sie gebaut haben bei Porsche, war vollkommen ausreichend, um Freude beim Fahren zu haben. Und Freude am Auto, vollkommen. Also wie sowas mit einem Elektroauto gehen soll, weiß ich gar nicht. Ich meine, gut, wenn man sich von A nach B bewegen möchte, das ist dann eine Sache. Aber das Autofahren an sich, das ist ja das, was die Laune macht hier. Tja, wahrscheinlich wird der Film heute ein bisschen länger, weil er so viel Spaß gemacht hat. Aber wenn man mal in einem Weltmeisterauto fahren kann, was vom Weltmeister gebaut und gefahren wurde und was ihm gehört hat, das ist schon was Besonderes. Spürt man den Wagen, man merkt es ihm an.
Tja, mehr Auto braucht kein Mensch. Also ich kann nur sagen, ich habe ja viele Filme gemacht, aber das Auto hier hat mir, glaube ich, bisher am meisten Spaß gemacht. Mal von Vorkriegsautos abgesehen, Kompressor Mercedes, okay. Aber den kannst du richtig fahraktiv fahren. Der macht so eine Laune, der Wagen. Das zieht dich im Auto. Der hat genügend Power, der geht richtig nach vorne. Der ist im Zustand neuwertig. Und man merkt, dass der fein abgestimmt ist. Da müssen wir aufpassen, da hinten blitzen sie an immer. Hier sind 60, die halten wir besser ein. Mehr braucht man nicht. Ja, oft ist es ja so, weniger ist mehr. Das haben oft manche Leute vergessen. Man kann mit weniger manchmal viel mehr Spaß haben als mit zu viel. Und diese ganzen Hypercars, die sie heute bauen, alles so quietschig und alles nur Computer da, ich weiß nicht. Das ist hier Autofahren pur. Mehr brauchst du nicht zum Autofahren. Du musst dich voll drauf konzentrieren. Du musst voll bei der Sache sein. Dann hast du eine riesen Laune. Geil. Oh, hier sind 16. So. Ach, der geht aber mal richtig, du. Hier ist Beuerberg, also heute sind wir mal wieder ein bisschen mehr gefahren, was einfach eine riesen Laune gemacht hat. Also ich schätze mal so 25 Kilometer, aber das waren echt 25 Kilometer, absolut Spaß. Ein toller Wagen. Also mehr als ein 3,2er Porsche braucht es nicht, wenn er so abgestimmt ist wie der hier. Ein super Ding, macht einen Riesenspaß. Ach ja, so, hier ist Beuerberg. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso Freude mit dem Film wie ich. Nächsten bereiten wir schon vor. Ich wünsche dir alles Gute, schönes Wochenende. Bis demnächst, euer Stefan und ciao.